So, als nächstes begrüßen wir Zwillinge auf der Bühne. Sie, also es sind Zwillinge, aber Zwillinge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also die eine ist aus meiner Heimat, aus der Oberpfalz in Bayern. Das ist eine vergessene Region in Bayern. Das ist das Land der zwei Möglichkeiten, saufen oder wegziehen. Und da ist die eine Bedienung, Wirtshaus-Engel. Und die andere ist so eine schickimicki, vegane Münchner Schickeria-Tussi. Ladies and Gentlemen, Start Nummer 5, hier sind Chris und Tina. Hallo, guten Abend. Es tut mir total leid, aber ich habe noch was auf meinem Handy zu tun. Ich habe da so eine neue App drauf, Runtastic, fürs Joggen. Ja, dabei gehe ich gar nicht joggen. Aber man kann die Strecken auf Facebook posten und um da die Leute zu beeindrucken, hänge ich mein Handy jetzt 4-mal die Woche an den Border Collie meiner Nachbarin, bevor die mit ihm Gassi geht. Ja, und dann habe ich noch eine neue App, LiveSum. Kennt die jemand? Nein? Das ist so eine App, da kann man sein Essen eintragen und dann werden die Kilokalorien gezählt. Ja, du kennst das, wie schön! Ja, wisst ihr, die App sagt mir dann immer, dass ich zu viele Kilokalorien hatte. Aber ich meine, dass ich zu viel fress, weiß ich selber auch. Ja, damit die App zufrieden ist, lüge ich sie jetzt immer an. Früher hat man FDH gemacht, ich mache PDH, protokolliere die Hälfte. Und jetzt habe ich vorhin gesehen, dass man bei LiveSum auch eintragen kann, wenn man mal Kilokalorien verbrannt hat, unter Trainings. Hey, und da gibt's auch Sex zur Auswahl. Da gibt's für eine Stunde Sex 300 Kilokalorien. Ja, ich meine, das rentiert sich ja richtig, oder? Also Mädels, auf geht's zum Poppen für eine schöne Figur. Ja, ich sehe da nur eine Schwachstelle. Ja, kein Mann hält eine Stunde durch. Und wir können ja mal schauen, also für... Naja, 3 Minuten, da gibt es halt bloß 15 Kilokalorien. Da könnte man ja jetzt eigentlich zurückschließen, oder? Also wenn ein Mann so eine richtige Wampe hat, dann... Ja, haben wir heute Abend auch ein paar so Kurzstreckenmeister da, gell? Ja, das tut mir leid, dass deine Frau da jetzt klatscht, gell? Ich finde es ja total schade, dass es bei uns nicht so läuft wie bei Stabheuschrecken. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber bei Stabheuschrecken, da klammert sich das Männchen 10 Wochen ans Weibchen und begattert es immer wieder. 10 Wochen Sex. Ich meine, das ist kein Wunder, dass Stabheuschrecken so saudünn sind. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Chris Baumer. Ich wohne jetzt in München, aber ich komme aus einem kleinen Dorf in der nördlichen Oberpfalz. Und ich sag euch eins, bei uns auf dem Dorf, da ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Wenn du bei uns die Dorfbevölkerung in Panik versetzen willst, dann musst du nur mal außerhalb der Reihe die Mülltonnen rausstellen. Ja, oder wenn man jetzt in der Stadt am Abend 7, 8 Halbe trinkt, ja dann denken ja gleich alle, du bist ein Alkoholiker. Ich sag euch eins, bei uns auf dem Dorf ist der mit den 7, 8 Halben, der heimfährt. Ja. Um München rum bietet Jochen Schweizer jetzt so Survival-Touren im Wald an für 200 Euro. Ich sag euch eins, geht's einen Tag in die Oberpfalz, da ist jeder Tag eine Survival-Tour. Und für 200 Euro kann man da gut leben, so ein Monat in etwa, inklusive Miete. Wisst ihr, ich bin Schauspielerin und Kabarettistin, weil ich deswegen oft kein Geld habe, bin ich ein Teil der Sharing Generation geworden. Sharing heißt teilen und wir scheren ja heutzutage alles. Carsharing, Booksharing, dann gibt es noch Foodsharing, da kann man sich Essen abholen, ja, so den verschimmelten Auflauf von einem Fremden. Oder ich habe mir letztes Jahr ein ganzes Blech Pizza Fungi von einem Typen mit Dreadlocks abgeholt. Ja, ziemliche Scheißidee, ich habe das komplett aufgegessen, lauter Schwammerler. Aufgewacht bin ich am nächsten Tag mit Filmriss. Und ich habe mir in meiner geistigen Umnachtung wohl, ich zeig's euch jetzt einfach, ein Guests Welcome Tattoo stechen lassen.
Und das Allerschlimmste ist auch einen Pfeil dazu. Ja, also ich kann Foodsharing nicht empfehlen. Also, ja, wisst ihr, ich bin außerdem weg. Ja, danke schön. Ja, danke. Wisst ihr, ich bin außerdem Veganerin, das ist klar, oder? Ja, außerdem kaufe ich noch bio, regional, saisonal und Fairtrade. Ist halt dann alles ein bisschen teurer. Bio-Erbsen 1,99 Euro pro Erbse. Aber auf diesen Lifestyle liege ich Wert. Kennt ihr eigentlich Couchsurfing? Ja, oder? Ja, also immer wenn ich in Urlaub fahre, mache ich Couchsurfing. Da habe ich mal in Berlin bei einer 40-jährigen Lesbe auf der Couch gepennt, die mich bekehren wollte. Ja, nachdem sie kapiert hat, dass ich wirklich hetero bin, haben wir uns total gut verstanden. Die hat jetzt übrigens in Berlin in einer evangelischen Kirche eine Frau geheiratet. Das ist da jetzt erlaubt. Schön, oder? Ich denke ja, dass die katholische Kirche auch bald so weit sein wird. Vielleicht so in 500 bis 600 Jahren. Ja, und so eine richtige Homo-Ehe durfte die Carolina dann auch noch eingehen, standesamtlich heiraten. Wobei ja weiterhin nicht alle dafür sind. Ich meine, ich kann es ja verstehen. Horst Seehofer zum Beispiel, der setzt halt weiterhin auf Traditionen und das klassische bayerische Familienbild. Vater, Mutter, Kind, Geliebte, uneheliches Kind, Border Collie, Bier. So wie es sich für einen Heimatminister gehört, oder? So, was müsst ihr noch über mich wissen? Ich habe in den letzten 2 Jahren 20 Kilo abgenommen. Das ist kein Witz. Applaus, oder? Ja. Wisst ihr, aber das Problem war, ich habe das nicht gesehen, dass ich so dick war, weil wir Frauen so gut im Realitätsverweigern sind. Wisst ihr, ich habe mich dann immer auf die Waage gestellt, die hat 85 Kilo angezeigt. Dann habe ich zu mir selber gesagt, ja, aber ich habe gerade gegessen, ich habe Kleidung an, die Waage geht sicher nicht ganz genau. Ich habe jetzt 2-mal Krafttraining gemacht und Muskelmasse wiegt mehr als Fett, das weiß ja jeder. Außerdem habe ich einen echt großen Busen und lange Haare, also wiege ich in echt 59 Kilo, läuft. Ja, wisst ihr, aber ich habe ja abgenommen und ich bin kurvig geblieben, Gott sei Dank. Ich meine, mit so einer trendy Oberschenkellücke hier zwischen den Beinen, da wäre mir schon total oft mein Smartphone ins Klo gefallen. Ja, aber, ja, weil wir Frauen auch so eitel sind. Die meint, sie ist die Schönste. Ich habe auch nie verstanden, warum der Spiegel beim Schneewittchen immer behauptet, dass die Stiefmutter nach dem Schneewittchen die Schönste ist. Dabei ist sie doch in echt immer total hässlich. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so abgelaufen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im Land? Und der Spiegel so, wenn du mal von mir weggehen würdest, dann könnte ich nachschauen. Aber ich meine, es ist doch alles egal, oder? Haarfarbe, Hautfarbe, Alter, Gewicht. Ich meine, wir sind doch alle gleich, oder? Sternenstaub, gell? Wisst ihr, ich versuche ja jeden und alles zu lieben und zu verstehen. Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es der letzte Drecksack ist. Deswegen liebe ich auch die AfD. Ja, tue ich wirklich. Und ich liebe den Söder. Kennt ihr den? Unseren Markus Söder. Unser neuer, ich sehe schon einen Fan. Ja, unser bayerischer Ministerpräsident, endlich hat er es geschafft. Aber ich meine, schaut euch den Typen doch mal an. Ich meine, der möchte das Sandmännchen im Fernsehen erhalten. Das ist doch schön, oder? Ja. Dann hat er gemeint, dass man in deutschen Schulen ja öfter die Nationalhymne singen könnte, zur Integration. Super, oder? Ich meine, da denkt sich doch jeder potenzielle IS-Terrorist, mei, was für eine schöne Nationalhymne, heute spreng ich nichts in die Luft, nein, heute werde ich CSU-Mitglied. Ja, und dann möchte er eine eigene Grenzpolizei und Asylbehörde, um schneller abschieben zu können. Zum Beispiel nach Afghanistan. Ich meine, da ist es doch schön, oder? Ich meine, da gibt es Berge und Seen, da könnte die CSU ja leicht mal ihre nächsten Klausurtagung abhalten. Ja, aber ich meine, seht euch die momentane Situation noch mal an. Überall geht es bloß noch um Grenzen und Abschottung. Aber ich hätte da eine Idee, was es viel einfacher für uns alle machen würde. Mauer to go. Ja, das ist so ein Steckbastelset, das kann man sich umschnallen. Und das ersetzt das gute alte Brett vorm Kopf. Apropos, also ich muss jetzt mal ganz kurz aufs Klo. Diese Smoothies haben so eine abführende Wirkung. B
bin gleich wieder da, gell? Chris, was willst denn jetzt du da hier hinten? Ja, Tina, du, ich muss mal ganz schnell aufs Klo. Du, hast du schon geschaut, ob dir von den Männern heute Abend einer gefällt? Na, ja, du, dann schau ich jetzt für dich. Ja, schaust halt einmal. Ja, du, da in der ersten Reihe, da ist einer mit einem schwarzen T-Shirt. Vielleicht gefällt er dir. So. Oh, mir reicht's, ich mache jetzt eine Pause. Wisst ihr, ich mache ja sogar einen Feiertag da herin oben. Da weiß auch nicht so viel in Bayern. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, ganz Deutschland denkt sich immer, an Weihnachten und Ostern haben wir frei. In Bayern läuft es so an. Irgendwas wird Jesus heute schon erlebt haben. Juhu, wir haben frei. Ach, der Jesus. Wisst ihr, der Jesus, der wenn heute so doch leben darf, der hat überhaupt keine Chance. Der hat halt das Jugendamt einkassiert. Man schaut euch die Familie doch an. Animal Hoarding, leben in einer Strohbude und die Mutter behauptet, sie hat mit dem Vater nichts gehabt. Ja, wisst, eigentlich darf ich ja gar nicht rauchen, der Herrin, gell? Jetzt einmal hat eine Kollegin ihr zwei Kinder dabei gehabt und hat gesagt, dass ich vor denen ich nicht rauchen darf. Hat ihr zwei Fratzen alter Weife von Assi gespielt. Ja, meine Schwester jetzt, da ist ein bayerischer Veganer, ein Veggie-Bayer. Und andauernd saufte Spinat, Bananen, Gurina aus Smoothie und so. Zeig dir, ich trinke lieber Hopfenblütentee, Prost. Aber, du gehst oder brauchst einen Arzt? Wisst ihr, also Lieblings-Smoothie-Rezept habe ich schon auch. Da nimmst du jetzt, müsst jetzt aufpassen, eine halbe Banane, eine Stange Grünkohl, 8 Cranberries und einen Schuss Agavendicksaft. Alles vermixen, dann unter ständigen Rühren ins Klo schieben und durch eine Leberkassemme ersetzen. Ja, wisst ihr, wenn wir mal grillen, dann grillt die Christi mal Gemüse. Gemüse grillen, ich glaube, ich spinne. Wobei, andere Leute sind auch nicht besser. Die kaufen sie für 800 Euro einen Grill und dann legen sie 59 Cent Aldi-Wurst drauf. Das wäre ja, wie wenn in einem 300.000 Euro Rolls Royce Daniela Katzenberger drin hockt. Wobei, jetzt einmal, da hat die Christi grillt, da habe ich schon mal was Veganes gegessen. Tofu in Mandelkruste. Hey, in einem Speckmantel hat das super geschmeckt. Und einmal im Jahr geht immer auf so einen Yoga-Selbstfindungstrip, wo die Leute alles machen. Da gehen sie dann 3 Wochen hin, kommen wieder heim und sind wieder unglücklich. Ich sag euch eins, sauft 10 Mass und ihr findet euch wieder. Über der Kloschüssel. Nix so mir gemeinsam. Achso, vielleicht unsere soziale Ader. Wie jetzt die Flüchtlinge gekommen sind, haben wir mal ein paar Spenden für dich gesammelt. Lauter nette Leute, da kannst du fein nichts singen. Einer hat mir besonders gut gefallen, der Ahmed al-Said aus Syrien. Ja, aber der war so zurückhaltend. Da haben sie doch in der Bildzeitung immer geschrieben, dass die so gern grapschen. Ja, aber der nicht, der hat sich nicht getraut. Da bin ich ab und zu mit ihm spazieren gegangen, dann sind wir mal an seiner Kleingartenanlage vorbeigekommen. Mit seinen Fischstollen, da steht er dann, dieses Arabermantel, zwischen deinen ganzen verhauten Hütten mit grissgrämigen Rentner in ihre Wochenend-Jogginghosen davor. Und dann er so, Tina, I did not know in Germany you live in slums too. Ja, und weil ich ihm dann erklärt habe, dass da bloß deutsche Finanzbeamte am Wochenende hocken, hat er ihn das so sehr schockiert, dass der am nächsten Tag freiwillig zurück nach Syrien geschwommen ist. Alle haben Angst vor den Flüchtlingen, aber Angst haben sollten wir was ganz was anderem. Vor den Veganern und den Vegetariern. Wenn das alles so weitergeht, dann sehe ich mich mit meiner Wurstsemme nur draußen bei den Rauchern stehen. Ich bediene einmal auf der Wiesen und dann habe ich das letzte Mal bei der Chris geschlafen. Dann hat sie mir ein neues Küchengerät vorgeführt. Einen Lurchi. Wisst ihr, was das ist? Nein, oder?
Das ist so ein Teil, da kann man Gemüse, also zum Beispiel eine Zucchini einspannen und dann Spaghetti draus dran. So eine Scheiße, oder? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Weißwurst eingespannt. Und dann habe ich Bayern Spaghetti mit süßem Senfpesto gemacht. Dann hättest du ja mal hören sollen, der hat gebrüllt wie eine Wahnsinnige. Du hast meinen Gemüsehäcksler mit deinem Fleisch vergiftet. Mein Gott, hat die mir aufgeregt. Als Rache habe ich ihr dann vorhin in deren Smoothie einen Schein Pressack reingeschmissen. Ja, die Kleine, die versteht einfach nicht, dass im Leben nichts umsonst ist. Hey, nicht einmal Sex ist umsonst. Kostet doch die Scheißbilli 120 Euro im Jahr. Ich hab seit 3 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Ich krieg mittlerweile schon einen Orgasmus, wenn mich einer ein bisschen länger anschaut. Gell? Du, aber du brauchst die Feier echt nicht anstrengen. Also, meine sexuellen Vorlieben haben sich im Laufe der Zeit ganz schön geändert. Mittlerweile sind meine sexuellen Vorlieben, der Sex findet statt und ich darf mitmachen. Also, aber wisst, jetzt gibt's ja die MeToo-Kampagne. Gespannt bin ich bloß, wann ich endlich mal sexuell belästigt werde. Aber ist ja wurscht, ich warte jetzt einfach, weil jetzt gibt's ja die Ehe für alle, da warte ich einfach auf meine Zuteilung vom Amt. Wisst, und ansetzen, da ist auch nicht die Pille. Ich meine, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Apropos Sterben, nicht einmal ein Sterben ist mehr umsonst. Bei uns am Friedhof, da hängt jetzt ein neues Schüttel. Jeder ist verpflichtet, seinen Grabplatz und sein Umfeld selbst zu pflegen. Ja, sauber! Die Chris sagt immer, sie will sich in so einer ökologischen Urne unterm Baum beerdigen lassen. Weil wenn sich der Baum von ihrer Asche nährt, dann isst sie der Baum. Genau! Wahrscheinlich wird der Wald dann irgendwann abgeholzt und am Arm Scheißpapi aus ihr. Ich lasse mich auf meinem stinknormalen Dorffriedhof beerdigen. Ich habe mir sogar schon einen Platz reservieren lassen. Und damit mir nicht so langweilig wird, lasse ich mir unterm Sarg eine Sprungfeder einbauen. Dann kann ich mit dem Archäologen, der mich mal ausbuddelt, Schachtelteifel spielen. Servus, danke. Christina Baumann!